Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Vlog. Schon lange nicht mehr gemacht, aber ja, irgendwann muss es dann doch mal wieder soweit sein. Und heute ist es der Fall, denn es gibt wieder ein paar Sachen zu berichten. Und zwar recht simpel im YouTube-Style. Nein, also jetzt mal den Quatsch beiseite gelassen. Das ist irgendwie lustig. Nein, was ist heute zu berichten? Und zwar, es gab ein paar Sachen, die mich in den letzten Tagen jetzt bewegt haben und was passiert ist auf dem Kanal. Besonders eigentlich, ehrlicherweise, eigentlich ist der Kanal der falsche. Denn eigentlich ist es sehr viel, was mich in meinem Twitch-Leben und in meinem Streamer-Leben bewegt hat und wenig, was jetzt hier beim YouTube-Thema zu suchen hat. Aber egal, ihr kennt mich ja und ich bin da und deswegen machen wir das jetzt so. Was ist passiert? Ist recht simpel. Wir hatten einen super geilen Charity-Stream vor kurzem mit Grummel, Nossi, Mailand und Algo. Meine Wenigkeit war auch dabei. War ein wirklich toller Stream auf Twitch. Ich glaube, bis zu 1000 Leute haben dabei zugeschaut und es kam 1200 Euro für den Berliner Zoo zum Tragen. Da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank an der Stelle und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Aber das war jetzt nicht das Einzige, denn es ist auch noch mehr passiert. Denn in diesem Stream habe ich eine E-Mail von Twitch bekommen und da haben sie mir mitgeteilt, Alcaramba, du bist würdig, du darfst Twitch-Partner werden. Ich bin ein wenig begeistert gewesen und ja, es ist natürlich super geil, endlich. Ich wurde zweimal abgelehnt, ist kein Geheimnis. Jetzt im dritten Mal hat es dann endlich funktioniert und daher kann ich nur sagen, vielen Dank für euren Support, weil wenn ihr nicht dabei gewesen wärt und mich einfach anschauen würdet auf Twitch, dann hätte es nicht geklappt. Da kann ich noch so viel, da kann ich 14 Stunden am Tag streamen, wenn es nur zwei Leute anschauen, dann sagt Twitch trotzdem, nee. Also vielen Dank an der Stelle, dass das da jetzt für mich geklappt hat. Ich freue mich wirklich immens. Gut. Was ist noch passiert? Oder was passiert noch? Erstmal sind wir auch 7000 Follower auf Twitch mittlerweile. 7000 Follower, das ist Wahnsinn. Das ist jetzt mittlerweile schon die Hälfte, was ich bei YouTube habe. Und der Wachstum bei Twitch ist, das ist unfassbar. Also, wenn das so weitergeht, dann, keine Ahnung, werde ich irgendwann im nächsten Jahr eventuell sogar den YouTube-Kanal einholen. Das ist exorbitant viel. Und ich bin da sehr gespannt und sehr freudig drüber. Und deswegen jetzt auch das Thema zu YouTube. Denn das Thema YouTube, muss ich sagen, ich wollte es eigentlich ein bisschen mehr machen, jetzt mit meiner Selbstständigkeit und dem Thema hier. Aber YouTube für mich als Plattform passt nicht so wirklich. Also ich will YouTube nicht abstoßen, sage ich mal. Aber ich will YouTube auch nicht mehr machen, als ich es jetzt gerade mache. Warum? Ist recht simpel. Denn als kleinerer YouTuber, der ich bin, hat man es einfach verdammt schwer, auf YouTube wahrgenommen zu werden. Das ist einfach kein Geheimnis. Man kommt nicht in die Trends, man kommt nicht auf die Startseite oder sonstiges. Man wird nicht bei der Suche großartig wahrgenommen, denn da sind immer die Big Player. Das ist bei Twitch anders. Bei Twitch anders heißt nämlich, denn du bist in der Früh online, keine Ahnung. Und selbst wenn es, ich sage jetzt mal jetzt als Beispiel. Jetzt gerade ist es Sonntag, 13 Uhr. Da ist gerade der drittdickste deutsche Streamer mit 46 Zuschauer am Start. Und den nimmt man wahr. Mit 46 Zuschauer, wo man jetzt sagen muss, da ist man jetzt nicht der Big Player, sondern man wird aber trotzdem wahrgenommen. Und das ist bei Twitch möglich. Und deswegen finde ich die Plattform mittlerweile einfach ein bisschen besser, weil sie einfach auch für kleinere besser ist, um wahrgenommen zu werden, als es bei YouTube der Fall ist. Deswegen seid mir nicht böse, aber YouTube ist für mich die Plattform, die gerade für mich nicht im Fokus steht, sondern weiterhin Twitch. Und deswegen bitte nicht böse sein, wenn die Videos hier so bleiben, wie sie sind. Aber ich kann auch versprechen, es werden nicht weniger. So, dann haben wir jetzt das Thema YouTube so an sich abgehakt. Wir hatten 7000 Zuschauer, wir haben den Partnerstatus, wir hatten den Stream. Was kommt jetzt in der Zukunft? Ist recht simpel, denn die Gamescom kommt. Gamescom ist nächste Woche und da habe ich das Privileg, streamen zu dürfen. Und zwar am Donnerstag und Freitag. Das ist der 24. und 25., wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und zwar in der Früh. Das heißt, für alle, die irgendwie Urlaub haben, daheim sind oder sonstiges, um 9.30 Uhr werde ich live von der Gamescom streamen.
jeweils so dann für 3, 4 Stunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn da auch einige von euch dann einschalten würden. Ihr könnt natürlich zu jedem anderen Stream kommen, aber wer mich von der Gamescom sehen will, mit hier ein bisschen Publikum im Hintergrund oder sonstigem, dann ist das eure Chance. Also das heißt, dann da einschalten. Und wer bei der Gamescom dabei ist und sagt, ich will den Alcaraz mal treffen, da gibt es auch die Möglichkeit, auf meiner Facebook-Seite sich noch anzumelden. Ich habe ein Community-Treffen geplant. Da werden, was weiß ich, lass es so 10, 15, 20 Leute sein, die sich da zusammenfinden. Ich habe da eine nette Location. Es wird Donnerstagabend sein, nach der Gamescom. Da trifft man sich einfach auch vielleicht mal ein nettes Kölsch. Wobei, Bayer jetzt vielleicht Kölsch nicht so das Allernetteste. Aber sei es drum. Da wird es auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Und natürlich bin ich auch am Freitag bei der Community Party von Wargaming. Leider ist der Stream am 26. bei Aquatuning erstmal vertagt, denn da hat es eine personelle Umschichtung gegeben. Deswegen ist da jetzt leider keine Möglichkeit. Mal schauen, wie das dann da weiterläuft. Ja, das sind erstmal die wichtigsten Fakten. Ich freue mich wahnsinnig auf die Gamescom. Twitch macht mir unfassbar viel Spaß und ich kann euch nur an dieser Stelle noch einmal, und es klingt abgedroschen, aber ich meine das so, wie ich sage, danken dafür, dass ihr mich so unterstützt. Zum einen mit eurem Views, zum anderen mit irgendwelchen Spenden, die natürlich mir unfassbar helfen bei Tippi und sonstiges. Also an der Stelle ein großes, großes, ernst gemeintes Dankeschön. Und wenn ihr mal irgendwo denkt, von wegen Alcaramba, macht das und das mal anders oder du hast dich verändert, dann sagt's mir das bitte. Aber ich hoffe und will auch so bleiben, wie ich bin. Ich will mir auf nichts was einbilden, wobei ich kann mir auf nichts noch was einbilden. Viel habe ich noch nicht erreicht, aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass wir weiterhin wachsen und bis jetzt kann ich euch da nur für danken. Das war's dann für heute. Ich hoffe, das Video machen wir wieder ein bisschen was anderes, mal wieder ein bisschen Vlog-Style und natürlich werde ich auch von der Gamescom wieder vloggen. Das kennt ihr ja. Dann habe ich wieder hier meine Kamera im Gesicht und werde die ganze Zeit so, ja doch, die Gegend läuft so, yeah, hey, hier ist der Karamba. Ja, ihr kennt es. Wird mir unangenehm sein wie eh und je, aber c'est la vie als YouTuber. Deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abmod, YouTube-Style, Schnitte, noch ein Schnitt, 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 keine Ahnung, wie man es halt macht. Also, Tschüssikowski, euer Alcaraz, ich sag vielen Dank.